schwitze. Ich werde heute alle meine Bücher aus dem Bücherregal rausholen, sie neu strukturieren, neu organisieren, wieder einräumen und euch dann die finale Bücherregal-Tour geben. Ich habe schon so lange vor, das zu machen, aber ich hatte nie die Motivation dazu, diese ganzen Bücher rauszuholen, neu zu organisieren. Aber ich muss es jetzt endlich machen und deswegen sind wir heute hier. Eigentlich würde ich die Bücher gerne nach Genres sortieren, aber ich glaube, ich habe einfach nicht genug Bücher von den verschiedenen Genres, um das zu machen, aber mal sehen. Ich habe ziemlich viele Klassiker und auch ziemlich viele Fantasy-Bücher, also vielleicht kann ich zumindest diese zwei Kategorien machen. Ich habe auch ziemlich viele Sachbücher, ich glaube, die sind hier unten. Also vielleicht kann ich doch ein paar Kategorien machen und dann auch in den Kategorien nach dem Alphabet ordnen, aber mal sehen. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal alle Bücher raus und starten dann mit dem Organisieren. Ich bin nicht bereit, aber ich habe keine Wahl. Okay, let's go. Kurze Teepause. Iconic. Einfach nur iconic. Oh Gott, Leute, ich schwitze. Wie ihr sehen könnt, sind alle Bücher aus dem Bücherregal raus und ich werde jetzt versuchen, ein paar Stapel zu machen. Ich dachte mir, dass ich sie nach Sachbüchern, Fantasy und Klassiker sortieren werde, denn ich glaube, das sind diese drei Kategorien, von denen ich die meisten Bücher habe und die anderen werden einfach nach dem Alphabet geordnet und ja, okay, ich würde sagen, wir starten gleich damit. In welche Kategorie gehört eigentlich Dark Academia? Ist das Fantasy? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe gerade das erste Buch gefunden, das ich je in meinem Leben annotiert habe. Warum wusste ich das nicht? Okay, ich glaube, ich habe jetzt alle Bücher geordnet. Diese vier Stapel, die ihr hier sehen könnt oder auch nicht sehen könnt, ich bin mir nicht sicher, aber diese vier Stapel sind Sachbücher, das heißt irgendwelche Bücher über Ernährung zum Beispiel. Da geht es um die vegane Ernährung. Dann haben wir hier zum Beispiel von Joanne Didion The Year of Magical Thinking, was glaube ich wie eine Biografie eigentlich ist und auch so ein bisschen Selbsthilfebuch, würde ich sagen. Oder auch von Dolly Alderton Everything I Know About Love, das ist auch so selbsthilfemäßig. Also das sind alles diese Bücher hier. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Stapel mit Fantasy. Ich hätte irgendwie nicht erwartet, dass ich so viel Fantasy habe. Ich habe mich jetzt eigentlich auch dazu entschlossen, die Dark Academia Bücher zu Fantasy zu geben, denn es ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise Fantasy, würde ich sagen. Keine Ahnung. Dann hinter mir sind hier auch 4 Stapel mit Klassikern. Eine meiner liebsten Kategorien mit Fantasy. Und dann auf der anderen Seite hinter mir sind alles Bücher, die ich nicht kategorisieren kann. Keine Ahnung, ich habe hier zum Beispiel Emily Henry, Beach Read, also eine Liebesgeschichte, aber ich habe nicht genügend Liebesromane, dass ich wirklich eine Kategorie daraus machen könnte. Denn ich habe hier zum Beispiel auch Normal People von Sally Rooney, was eher so Fiction ist, würde ich sagen. Oder Paulo Coelho ist auch hier. Ich habe hier auch zum Beispiel Die Bücherdiebin von Marcus Zusek und das ist Historical Fiction vielleicht. Und da habe ich einfach so random Bücher, die in eine Kategorie passen, aber von der Kategorie ich nicht genügend Bücher zu Hause habe. Und
Ja, jetzt kommt der schwere Part, denn ich habe keine Ahnung, wie ich die Bücher eigentlich in mein Regal einräumen soll. Ich habe ja links und rechts ein großes Bücherregal und ich habe mir schon gedacht, dass ich in der Mitte vielleicht Platz für Dekorationen lasse. Irgendwie würde ich auch gerne einen TBR-Stapel machen, also so eine monatliche TBR-Liste, die ich auf einen Blick sehen kann. Ich glaube, das wäre sehr cool. Oder vielleicht auch meine Lieblingsbücher in der Mitte irgendwo ausstellen. Keine Ahnung, das sind jetzt meine Gedanken. Also ich glaube, ich möchte es jetzt mal probieren, dass ich nur links und rechts in die großen Bücherregale die Bücher einordne und ich lasse mal das mittlere Bücherregal frei und dann sehen wir, wie das aussieht und ob es eine gute Idee war oder nicht. Ganz oben kommen jetzt alle meine Klassiker hin, also zumindest links und rechts, und die Mitte lasse ich frei. Und ich werde die Bücher in den Kategorien auch nach dem Alphabet ordnen, denn, keine Ahnung, irgendwie finde ich, die Alphabetordnung ist die beste. Ich weiß nicht. Und ich habe sie jetzt hier unten noch nicht geordnet und ich werde sie einfach, während ich sie einräume, ordnen. Keine Ahnung, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, aber so werde ich das jetzt machen. Okay. Ich glaube, ich habe mein erstes Regal fertig. Ich muss es mal kurz von weiter weg betrachten. Ich habe hier diese kleinen Reklamhefte. Keine Ahnung, ob ihr die auch noch aus der Schule kennt, aber ich finde, die sehen eigentlich schrecklich aus, aber ich möchte sie auch nicht wegwerfen oder so und deswegen, I don't know, ich gebe sie einfach mal hier rein. Ich glaube, das zweite Regal wird mein Fantasy-Regal. Das fühlt sich einfach richtig an und oh mein Gott, es gibt so viele Fantasy-Bücher. Oh, okay, let's go. Ich glaube, die Herr der Ringe Bücher müssen hier einfach in die Mitte, auch wenn sie alphabetisch nicht hier reinpassen, aber... Fantasy-Bücher und sie passen nicht alle in eine Reihe. Das ist ein wirkliches Dilemma. Okay. Okay. Schaut das kacke aus? I don't know. Okay. I don't know. Auf jeden Fall denke ich, dass ich hier jetzt mein Yoga-Regal machen werde, denn ich habe ein paar Bücher von meiner Yoga-Lehrerausbildung, dann ein paar Bücher, die ich mir so gekauft habe und auch Tarotkarten. Und ich denke, das könnte eigentlich süß ausschauen, wenn das alles hier in einem größeren Regal drinnen ist. Wie sieht das aus? Ich muss immer von hinten schauen, denn keine Ahnung, sonst sehe ich das nicht. Aber okay, I like it. Okay, ich glaube, ich werde hier meinen TBR-Stapel machen, denn irgendwie... möchte ich den nicht so weit unten haben, denn den möchte ich eher in meinem Blickfeld haben, wenn das Sinn macht. Also ich glaube, ich werde das Bild hier hingeben und dann hier meinen TBR-Stapel machen und... hier noch ein TBR-Regal zu machen für meine Sachbücher, denn es gibt ein paar, die ich noch nicht gelesen habe, die ich aber gerne lesen würde und für mich gibt es einfach einen Unterschied zwischen den normalen Büchern und den Sachbüchern, denn um Sachbücher zu lesen, brauche ich viel mehr Hirnkapazität als für diese normalen Bücher und deswegen glaube ich, mache ich hier noch ein TBR-Regal für die Sachbücher. Das klingt gut. Leute, ich bin einfach fertig und ich bin so zufrieden mit dem Ergebnis. Schauen wir es uns gemeinsam an. Oh mein Gott, okay.
Ganz oben, wie schon am Anfang gesagt, sind alle meine Klassiker. Dann in der zweiten Reihe sind alle Fantasy-Bücher. Bis hierhin ist auch noch Fantasy. Dann haben wir hier meine TBR-Pile von normalen Büchern. Dann geht es hier weiter mit Yoga-Büchern, Tarotkarten, einer Klangschale. Dann haben wir hier Random-Bücher, also Liebesgeschichten, Fiction, Historical Fiction, alles was irgendwie in eine Kategorie fällt, die ich bis jetzt nicht einordnen kann, weil ich nicht genügend Bücher habe. Dann haben wir hier noch ein Bild. Hier sind weitere Bücher, die in keine Kategorie passen, die ich bis jetzt habe. Und dann geht das noch bis hier. Also hier ist zum Beispiel A Little Life oder Ocean Vuong. Das sind so Fiction und Historical Fiction, denke ich. Dann ist hier meine Sachbuch-TBR und die ist nicht sehr groß, wie ihr sehen könnt. Und hier sind alle meine Sachbücher bis hier unten links. Und der Rest ist einfach so Notizbücher und eine Gedichtesammlung. Aber wir schauen uns das jetzt noch gleich näher gemeinsam an. Das erste Buch, was ich hier bei meinen Klassikern habe, ist von Louisa May Alcott, Little Women. Und das Buch habe ich gelesen und fand es auch eigentlich ziemlich gut, aber es war auch nichts Besonderes. Dann habe ich hier von Dante Alighieri die Göttliche Komödie und ich finde dieses Cover so unglaublich cool, aber ich habe das Buch noch nicht gelesen. Es ist auf meiner TBR-Liste natürlich, weil ich es hier habe, aber eigentlich ist es auch ein Buch von meinem Freund, aber ich möchte es trotzdem irgendwann lesen, aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Angst davor, dieses Buch zu lesen. Ich glaube, das ist ziemlich kompliziert. Dann habe ich hier von Jane Austen das Buch Emma und ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen, auch in irgendeinem Vlog gemeinsam mit euch und habe dann aber aufgehört, weil ich irgendwie gar nicht in die Geschichte reingekommen bin. Es gibt so viele Charaktere in diesem Buch und keine Ahnung, es hat mich einfach nicht überzeugt. Dann habe ich hier noch ein Buch von Jane Austen, nämlich Pride and Prejudice, also das Jane Austen Buch eigentlich. Und fand ich gut, aber es war jetzt auch nichts super Besonderes. Ich hätte mir einfach mehr von den Hauptcharakteren gewünscht und ein bisschen weniger von den Nebencharakteren, von den Familien und Freunden. Dann habe ich hier von James Matthew Barry Peter Pan und ich habe irgendwann angefangen, dieses Buch zu lesen, habe es aber nie zu Ende gelesen, einfach weil ich die Geschichte kenne und dann hatte ich nicht so großes Interesse daran. Dann als nächstes habe ich hier von Anne Bronte Agnes Grey und das ist ein ziemlich kurzes Buch, wenn man es mit anderen Büchern von den Bronte-Schwestern vergleicht. Und wie ihr gleich sehen werdet, habe ich hier noch zwei weitere Bücher von den Bronte-Schwestern und ich bin einfach verliebt in den Schreibstil und deswegen wollte ich auch unbedingt von einer anderen Bronte-Schwester noch etwas lesen. Dann habe ich hier Jane Eyre von Charlotte Bronte, Wuthering Heights von Emily Bronte. Wenn ihr mehr über diese Bücher wissen möchtet, dann schaut gerne meinen Jahresrückblick von 2023 mit den besten Büchern an. Dann habe ich hier einen russischen Klassiker von Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Ich habe das Buch gekauft, als ich vielleicht 16 oder so war und auch angefangen es zu lesen, aber es war vielleicht zu kompliziert, vielleicht kenne ich auch einfach nicht genug von der russischen Geschichte, dass ich das Buch wirklich verstehen konnte und habe dann auch aufgehört, es zu lesen. Aber mein Bruder hat es gelesen und ihm hat es sehr gut gefallen, deswegen möchte ich es auch gerne nochmal versuchen zu lesen. Dann habe ich hier von Charles Dickens A Christmas Carol, habe ich in dem letzten 24-Stunden-Video mit euch gelesen und geliebt. Dann noch ein Buch von Charles Dickens, nämlich Great Expectations. Das steht noch auf meiner Leseliste, also ich habe es noch nicht gesehen, aber bin schon super gespannt darauf, habe sehr viel Gutes über dieses Buch gehört. Dann habe ich hier meinen geliebten Dostojewski als erstes mit Die Brüder Karamasow und wie ihr sehen könnt, habe ich das Buch gelesen und mir hat es auch gut gefallen, aber tatsächlich nicht so gut wie Verbrechen und Strafe von Dostojewski. Also wenn ihr ein Buch von Dostojewski lesen möchtet, empfehle ich euch auf jeden Fall Verbrechen und Strafe. Und dann habe ich hier ein sehr kleines Buch von Dostojewski, oh nein, nämlich Weiße Nächte und das ist wirklich eine sehr kurze Geschichte, ich glaube das hat nicht mal 100 Seiten und das fand ich auch okay, aber Verbrechen und Strafe wird, glaube ich, immer mein Favorit bleiben. Dann habe ich hier Der große Gatsby und dann von einem österreichischen Autor, nämlich Peter Handke, Die linkshändige Frau. Von dem Buch habe ich auch Gutes gehört, aber nicht sehr viel und bin wirklich gespannt darauf, das zu lesen. Das ist auch ein sehr gutes Buch, also es hat auch nicht mal 100 Seiten und ich glaube, es ist sehr schnell zu lesen. Dann habe ich hier von Thomas Hardy Tess of the... Something
French, keine Ahnung, wie ich das ausspreche, aber ich habe so viel über Thomas Hardy und vor allem über dieses Buch gehört. Dann dieses Buch habe ich tatsächlich in einer Buchbox, in so einer Buchtelefonbox gefunden. Und das ist von Ernest Hemingway in einem anderen Land. Und von dem Buch habe ich auch schon sehr viel Positives gehört. Und dann, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, ich muss es einfach mitnehmen. Keine Ahnung, wie alt das schon ist. Ihr seht, das ist ziemlich kaputt schon, aber irgendwie hat das was, wenn man das aus so einer Bücherzelle bekommt. Dann als nächstes habe ich hier von E.T.A. Hoffmann oder E.T.A. Hoffmann The Nutcracker. Das Buch wollte ich eigentlich dieses Jahr zu Weihnachten lesen, habe es aber dann irgendwie nicht geschafft, also freue ich mich schon. Naja, eigentlich wollte ich es letztes Jahr lesen, aber ich freue mich jetzt schon dieses Jahr darauf, das zu lesen. Und dann habe ich hier ein Buch, von dem ich dieses Jahr so viel gehört habe. Und das ist von Shirley Jackson, We Have Always Lived in a Castle. Und das ist auch ein sehr kurzes Buch, aber ich bin wirklich schon gespannt. Das ist ein bisschen eine gruselige Horrorgeschichte, glaube ich. Also keine Ahnung, ob mir das eigentlich gefallen wird. Dann habe ich hier noch von Kafka Die Verwandlung. Von Harper Lee To Kill a Mockingbird, die habe ich alle nicht gelesen. Und auch 100 Years of Solitude von Gabriel Garcia Marquez, das habe ich auch noch nicht gelesen. Dann als nächstes sehe ich hier von Henry Miller Stille Tage in Clichy und das habe ich gelesen, das war so ein gutes Buch, keine Ahnung, warum nicht mehr Leute darüber sprechen oder ob nur in meiner Bubble niemand darüber spricht, aber wenn ihr das noch nicht gelesen habt oder das Buch noch nie gehört habt, dann ist das jetzt euer Zeichen, dieses Buch zumindest mal auszuchecken, denn es hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Und dann habe ich hier noch zwei kleine Reklamhefte von meiner Schulzeit. Einmal von Josef von Eichendorff aus dem Leben eines Taugenichts und von Arthur Schnitzler Reigen, obwohl ich glaube, das gehört eigentlich meinem Freund, aber ja, keine Ahnung, die sind auch hier. Dann habe ich hier ein Bild von meinem Freund und mir, als wir in Uruguay waren, 2023. Das war sehr cool. Und hier sind dann noch meine restlichen Klassiker. Ich habe hier einmal von George Orwell Farm der Tiere, von Sylvia Plath Die Glasglocke. Beides gelesen, beides gut gefunden. Also Farm der Tiere unglaublich gut, Die Glasglocke war okay. Das habe ich auch gelesen, als ich ziemlich jung war, ich glaube mit 15 oder so, und kann mich nicht mehr sehr gut daran erinnern. Also irgendwie hätte ich Lust, es nochmal zu lesen, aber habe auch wirklich gemischte Meinungen gehört und mir hat es damals auch eher okay gefallen. Also keine Ahnung, ob ich mir nochmal die Zeit nehmen möchte, um das zu lesen. Dann habe ich hier von Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues. Das habe ich von meinem Bruder bekommen. Also er hat das gelesen und mir dann gesagt, bitte nimm es und lies es auch. Und dann habe ich hier einen Neuzugang, nämlich von Rainer Maria Rilke Briefe an einen jungen Dichter. Könnt ihr das sehen? Das Licht ist irgendwie... ja. Erstens, das Cover finde ich unglaublich cool und zweitens habe ich so viel über Briefe an einen jungen Dichter gehört, dass ich es mitnehmen musste, als ich es bei Thalia gesehen habe. Dann habe ich hier noch The Catcher in the Rye, was ich noch nicht gelesen habe, aber was ich auch dieses Jahr unbedingt lesen möchte. Dann noch von Jean-Paul Sartre, Das Spiel ist aus, das habe ich auch schon in vielen von meinen Videos erwähnt, also ich glaube, darüber habt ihr auch schon genug gehört. Dann habe ich noch von Mary Shelley Frankenstein, was auch okay war, aber meine Erwartungen waren, glaube ich, ein bisschen zu hoch für dieses Buch. Und dann habe ich noch von John Steinbeck Of Mice and Men hier, was auch okay war. Vor allem im Vergleich zu John Steinbecks East of Eden hat mir Of Mice and Men nicht so gut gefallen, aber okay. Dann, wie ihr bestimmt schon unschwer erkennen konntet, steht hier von Leo Tolstoi Krieg und Frieden, die Urfassung, und das habe ich mir auch vor kurzem erst gekauft und ich habe Angst, das Buch zu lesen, aber freue mich auch wirklich schon sehr darauf. Dann habe ich hier von Bram Stoker Dracula, Das Parfum von Patrick Süskind, was ich beides noch nicht gelesen habe, aber ich freue mich vor allem auf Das Parfum und ich glaube, Dracula werde ich vielleicht dieses Jahr im Oktober bzw. im Herbst einfach lesen. Dann noch ein Buch von Tolstoi, nämlich Anna Karenina, und ich glaube, so Krieg und Frieden und Anna Karenina sind auch die zwei berühmtesten Bücher von Tolstoi. Dann habe ich hier noch von Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray, was auch ein sehr gutes Buch war. Dann noch drei Bücher von Stefan Zweig, einmal die Schachnovelle, von dem Buch habe ich auch gerade so viel gesprochen, also werde ich nicht mehr dazu sagen. Dann ist dieses Buch neu, Rausch der Verwandlung. Ich habe so viel über Rausch der Verwandlung gehört und kann es kaum erwarten, dieses Buch zu starten. Und dann habe ich hier noch Angst, und dieses Buch habe ich auch wieder gelesen, als ich, keine Ahnung, 15 oder so war und kann mich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich möchte es gerne wieder lesen, einfach weil ich Stefan Zweig jetzt wirklich für mich entdeckt habe und deswegen, ja, ist das wieder weiter nach oben auf meiner Liste gewandert.
Dann sind wir auch schon bei meinen Fantasy-Büchern. Ich habe hier einmal Bunny von Mona Award, was ich mit euch auch gemeinsam in meinem Dark Academia-Buch-Video gelesen habe. Und oh mein Gott, so gut. Dann habe ich hier von Leigh Bardugo ein paar Bücher. Einmal habe ich hier die Shadow and Bone Trilogy. Dann habe ich hier noch die Six of Crows Duology. Das ist das zweite Buch, weil ich das erste gerade lese. Das seht ihr gleich in einem anderen Regal hier. Dann habe ich die Ninth House Duology bis jetzt, also Ninth House und Hellbent. Und ich kann euch nicht sagen, wie genervt ich bin, dass diese Bücher eine so unterschiedliche Größe haben, aber okay, darüber muss ich einfach hinwegsehen, denn ich werde nicht eine andere Ausgabe kaufen, nur dass sie im Bücherregal besser zusammen aussehen. Nein, das verstehe ich nicht. Dann habe ich hier die ersten zwei Teile von Red Rising von Pierce Brown. Einmal Red Rising Nummer 1, was ich auf Englisch gelesen habe. Und das hat mir auch gut gefallen, war das erste Sci-Fi-Buch für Erwachsene, was ich gelesen habe. Und dann habe ich den zweiten Teil hier, Red Rising im Haus der Feinde. Und das habe ich dann auf Deutsch gekauft, einfach weil das erste doch ziemlich anstrengend zu lesen war, vor allem mit diesen ganzen Sci-Fi-Begriffen. Und dann dachte ich mir, okay, ich probiere das zweite auf Englisch zu lesen, und da es, ich glaube, 5 oder 6 Bücher in der Reihe gibt, dachte ich mir, okay, ich sehe dann einfach, was mir besser gefällt, und dann kann ich die nächsten Bücher entweder auf Deutsch oder auf Englisch lesen. Dann habe ich hier die Tribute von Panem, die Vorgeschichte zu President Snow, The Ballad of Songbirds and Snakes. Ich glaube, von dem hat jetzt auch jeder sehr viel gehört, vor allem mit dem Hype um den Film. Und dann habe ich hier die Hardcover, die Tribute von Panem von meiner Jugend noch. Also die sind wirklich schon ziemlich alt. Dann habe ich hier von Tracy Dion Legendborn. Und das ist auch ein Fantasy-Buch, von dem ich so viel gehört habe. Und ich bin wirklich schon gespannt, das zu lesen. Aber oh mein Gott, Leute, die Schrift ist so klein in diesem Buch. Keine Ahnung, ob man das überhaupt sehen kann, aber das gehört eigentlich verboten, meiner Meinung nach. Dann habe ich hier noch von Heather Fawcett Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, und ich kann es kaum erwarten, dieses Buch zu lesen, weil ich auch so viel Gutes darüber gehört habe. Und dann zum Schluss habe ich hier noch die ersten zwei Teile von Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber. Nämlich einmal Once Upon a Broken Heart natürlich und The Ballad of Never After, obwohl ich dieses Buch noch nicht gelesen habe. Aber zu dem Buch kommt sehr bald ein Video, also haltet eure Augen offen und abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Auf jeden Fall geht's hier jetzt weiter mit meinen Herr der Ringe Büchern, und ich habe hier eine Anniversary Edition. Also ihr seht, das ist wirklich unglaublich schön gemacht, und ich kann euch die Bücher auch gerne rausholen. Und hier ist noch ein Reader's Companion dabei. Also ich glaube, da stehen so Hintergrundinformationen zum Schreibprozess und auch zu der Geschichte einfach drinnen. Und auf dem Cover von diesen Büchern sind die Skizzen von Tolkien, was ich so cool finde. Hier haben wir einmal den ersten Teil, The Fellowship of the Ring. Und ich habe die Bücher noch nicht gelesen, aber werde es hoffentlich bald machen. Dann habe ich hier noch The Two Towers, also den zweiten Teil, und natürlich noch den dritten Teil, The Return of the King. Und ich finde die Covers so, so cool. Okay, das vorletzte Fantasy-Regal startet mit Dune von Frank Herbert. Und ich habe den Film mit Timothée Chalamet und Zendaya gesehen und habe den so gut gefunden, dass ich mir einfach das Buch kaufen musste. Ich habe es bis jetzt noch nicht gelesen, weil ich auch wirklich viele unterschiedliche Rezensionen dazu gehört habe. Ich habe einerseits gehört, dass es sehr gut ist, und andere Leute haben gesagt, dass es wirklich langsam ist, dass es super viel Beschreibungen über diesen Wüstenplaneten gibt. Und ich habe ein bisschen Angst, dieses Buch zu lesen, denn ich möchte eigentlich nicht von Dune enttäuscht werden. Wie von diesem Buch tatsächlich, nämlich Babel von R.F. Kuang, habe ich schrecklich gefunden. Also das hat es in meine schlechtesten Bücher 2023 geschafft, und das soll wirklich was heißen. Dann habe ich hier Sarah J. Maas einmal mit der Crescent City Buchreihe. Der erste Teil, House of Earth and Blood. Und ich liebe diese reflektierenden Covers. Wie schön ist das bitte? Und dann habe ich hier noch House of Sky and Breath. Und hier kommt auch, ich glaube, in ein paar Wochen oder in 1-2 Wochen der dritte Teil raus, und ich freue mich schon so, so sehr darauf. Oh mein Gott. Dann habe ich hier die Game of Thrones Bücher und natürlich meinen Guilty Pleasure Twilight. Einmal die 4 Hauptbücher, und hier ist Bis zur Mitternachtssonne. Das ist der erste Teil in der Sicht von Edward, was super interessant zu lesen war, vor allem weil das Buch erst vor 3 oder 4 Jahren herausgekommen ist. Das heißt, die Twilight-Saga war schon
jahrelang beendet und dann plötzlich kommt Stephenie Meyer mit einem neuen Teil und ich musste ihn natürlich lesen und habe mich direkt in diese Zeit in meiner Jugend zurückgebeamt gefühlt und ich habe es wirklich sehr genossen, dieses Buch zu lesen. Kommen wir nun zum letzten Fantasy Shelf und hier steht mein Kaffee. Ich habe hier einmal The Starless Sea von Erin Morgenstern. Das Buch habe ich auch vor kurzem mit euch gelesen und oh mein Gott, es war so, so gut. Dann habe ich hier noch Spinning Silver von Naomi Novik und ich habe gerade vor kurzem von jemandem von euch gehört, dass das Buch so gut geschrieben ist und jetzt freue ich mich wirklich noch mehr darauf, das endlich irgendwann mal zu lesen. Und dann habe ich hier noch zwei Dark Academia Bücher, nämlich The Secret History von Donna Tartt und natürlich auch noch If We Were Villains von ML Rio. Und wie man unschwer erkennen kann, habe ich hier noch meine zwei Fourth Wing Bücher aufgestellt, weil ich einfach finde, dass die Cover total schön sind und ich musste diesen Platz im Regal einfach irgendwie nutzen, weil ich nicht genügend Bücher habe, um ihn zu füllen. Also sind meine Fourth Wing Bücher hier so sehr schön displayed, keine Ahnung. Dann habe ich hier in der Mitte meinen TBR Shelf, beziehungsweise dieses Buch lese ich gerade, das ist der erste Teil von der Six of Crows Duology, was ich euch gerade vorhin erzählt habe. Dann habe ich hier noch The Goldfinch von Donna Tartt, weil das wirklich sehr hoch auf meiner TBR-Liste ist gerade und auch von Clarice Lispector, Near to the Wild Heart. Dann habe ich hier mein kleines Yoga-Shelf. Ich habe hier meine Anatomiebücher und dann hier einmal Light of Yoga, wo auch so sehr viel über verschiedene Asanas drinnen steht und was die Vorteile davon sind. Die Bhagavad Gita habe ich noch hier, dann eine Klangschale, was ich von einem Schüler von mir als Geschenk bekommen habe, was sehr, sehr süß ist. Und dann habe ich hier noch zwei Tarotkartensets. Einmal das normale Tarot von Kim Kranz, nämlich The Wild Unknown Tarot. Und dann habe ich hier noch einmal The Wild Unknown Animal Spirit von ihr. Und ich liebe diese Karten, obwohl ich sie wirklich schon länger jetzt nicht benutzt habe. Aber ich finde auch, dass sie einfach im Regal sehr cool aussehen. Dann sind jetzt hier die restlichen Bücher, also Fiction-Bücher, Romane, Liebesgeschichten und alles, was irgendwie in eine von diesen Kategorien fällt. Da habe ich hier als erstes von Dolly Alderton Ghosts und ich habe das Buch irgendwann natürlich gelesen, aber kann mich wirklich nicht mehr besonders gut darauf erinnern, ob es mir gefallen hat oder nicht. Also da es keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, würde ich behaupten, dass es nichts Besonderes war, keine Ahnung. Und ganz im Gegenteil dazu war ihr Buch Everything I Know About Love so, 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 so gut. Also wenn ihr in euren 20ern seid oder auch jünger oder älter, ich glaube, jeder kann von diesem Buch profitieren. Ein so gutes Buch. Dann habe ich hier eine Liebesgeschichte, die ich noch nicht gelesen habe, nämlich The Long Game von Elena Armas. Und wenn ihr es nicht wisst, Elena Armas hat auch The Spanish Love Deception geschrieben und das Buch hat mir so gut gefallen und ich mag es gerne, diese einfachen Bücher zu Hause zu haben, wenn ich eine Pause von den schweren, dicken Büchern brauche und deswegen freue ich mich schon, wenn ich irgendwann dieses Buch lesen werde. Dann habe ich hier als nächstes auch ein Buch aus meiner Kindheit bzw. Jugend von Jay Asher, Tote Mädchen lügen nicht und darauf basiert auch die Serie 13 Reasons Why. Dann als nächstes habe ich hier eine Kurzgeschichtensammlung von George Bokay, Komm, ich erzähle dir eine Geschichte und keine Ahnung warum, aber ich werde mit Kurzgeschichtensammlungen einfach nicht wirklich warben, also ja, hat mir das nicht besonders gut gefallen und ich habe es auch nicht zu Ende gelesen, wie man sehen kann. Und hier ist ein Polaroid-Foto aus Korsika. Sehr schön. Dann habe ich hier eine Paulo Coelho Buchsammlung, nämlich einmal Der Alchemist. Das Buch fand ich gut eigentlich. Dann als nächstes Der Dämon und Fräulein Prüm. Und dieses Buch habe ich irgendwann für die Schule lesen müssen und ich könnte euch nicht mehr wirklich sagen, worum es eigentlich geht. Also ich glaube, das ist kein sehr gutes Zeichen. Dann habe ich hier als nächstes 11 Minuten und das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und noch Veronika beschließt zu sterben. Das musste ich auch irgendwann in der Schule lesen, habe es aber tatsächlich nie gelesen. Also kann ich dazu auch nicht sehr viel sagen. Als nächstes habe ich hier von Annika Decker Wir von der anderen Seite und das Buch habe ich auch vor langer Zeit gelesen und kann euch nicht mehr wirklich etwas dazu sagen, also ja, keine große Empfehlung, denke ich. Dann habe ich noch ein Buch aus meiner Schulzeit, nämlich Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt.
Und hier von Horst Evers, Es hätte alles so schön sein können. Das war ein wirklich schöner Roman. Dann habe ich hier ein Buch, auf das ich mich schon so sehr freue. Oh mein Gott, Leute. Das ist von Elena Ferrante, Meine geniale Freundin. Und das ist eine italienische Autorin und ich habe noch nichts von einem italienischen Autoren oder einer italienischen Autorin gelesen, glaube ich. Und ich glaube, Elena Ferrante und Dante Alighieri sind die einzigen zwei italienischen Autoren in meinem Bücherregal gerade. Also freue ich mich wirklich schon darauf, in die italienische Literatur einzutauchen. Dann habe ich hier als nächstes von Joy Fielding Flieh, wenn du kannst. Und es steht eigentlich Roman hier, aber ich denke, es ist eher ein Thriller. Und als ich jünger war, habe ich so gerne Thriller gelesen, aber jetzt hasse ich sie eigentlich. Und deswegen steht dieses Buch ungelesen seit, ich denke, 10 Jahren oder so in meinem Buchregal. Keine Ahnung. Dann habe ich hier von Connor Franter Note to Self. Wieder zwei Bücher aus meiner Schulzeit, nämlich von Daniel Glattauer Gut gegen Nordwind und Alle sieben Wellen. Dann habe ich hier von John Green The Fault in Our Stars. Und das ist wirklich ein historisches Buch, denn ich glaube, jeder hat das entweder gelesen oder den Film mit Ansel Elgort gesehen. Und ich habe das Buch geliebt und ich denke, das war vielleicht das erste englische Buch, was ich gelesen habe. Dann habe ich hier ein Buch, was mir irgendwann meine Eltern geschenkt haben, von Bettina Hastkamp, Tief durchatmen beim Abtauchen. Und ich glaube, das habe ich auch vor 10 Jahren vielleicht gelesen und fand es ziemlich gut, glaube ich. Also ich habe es schnell gelesen und es war unterhaltsam. Also kann es nicht so schlecht gewesen sein, denke ich. Dann habe ich hier von Ellie Hazelwood Check and Mate und dieses Buch hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. Es ist zwar ein YA-Buch und YA ist für mich immer ein bisschen Hit oder Miss, aber das hat mir wirklich gut gefallen. Genau wie Beach Read von Emily Henry hat mir auch sehr gut gefallen. Dann habe ich hier von J. Paul Henderson, Der Vater, der vom Himmel fiel. Das Buch hat mir nicht gefallen, das ist keine Empfehlung. Und dann habe ich hier von Colleen Hoover Nur noch ein einziges Mal. Und das ist ja, glaube ich, ihr bekanntestes Buch. Und ich habe dieses Buch gekauft, als Colleen Hoover noch nicht wirklich so im Hype war, glaube ich. Also ich kannte sie damals nicht. Und das war auch das Buch, das mich wieder zum Lesen motiviert hat. Denn davor habe ich nur Sachbücher gelesen. Und seitdem lese ich auch wieder Romane und deswegen wird dieses Buch auch immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben. Dann als nächstes habe ich hier von Claire Keegan Small Things Like These und Claire Keegan ist eine irische Autorin und das war auch für den Booker Prize 2022 shortlisted und ich habe so viel über dieses Buch gehört und freue mich schon sehr darauf, das zu lesen. Dann habe ich hier von Marion Keyes Grown Ups. Über dieses Buch habe ich auch in meinem Lieblingsbücher-Video gesprochen, also wenn ihr mehr darüber wissen möchtet. Und dann habe ich noch ein ungelesenes Buch hier, nämlich Karin Köhler mit Miroloy. Schreibt mir mal, ob ihr dieses Buch gelesen habt und ob es euch gefallen hat, denn das steht auch schon so lange ungelesen auf meinem Regal, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, hatte ich nie die Motivation dazu, das zu lesen. Da geht's hier weiter mit einem spanischen Buch von Veronica Maggio. Cuentos adaptados para curiosas y curiosos. Und das ist ein Märchenbuch für Kinder. Und ich habe das gelesen, als ich ein bisschen Spanisch gelernt habe, was wirklich super hilfreich war, denn hier sind immer so kurze Zusammenfassungen und Fragen und Vokabelwiederholungen. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Als nächstes habe ich hier ein Buch von einer Autorin, von der ich schon so viel gehört habe, nämlich Otessa Moshfegh. Und das ist das Buch Eileen. Und ich habe gehört, dass besonders Eileen für den Winter und die kälteren Monate gut geeignet ist. Dann habe ich hier noch Me Before You von Jojo Moyes, eine Kurzgeschichtensammlung von Haruki Murakami, aber wie gesagt, Kurzgeschichten sind einfach nicht so meine Lieblingsliteratur, deswegen fand ich es gut, aber auch nicht wirklich besonders gut, also ich mag seine anderen Bücher lieber, wie zum Beispiel auch Norwegian Wood, hat mir viel, viel besser gefallen. Dann habe ich hier wieder ein Buch aus meiner Jugend, nämlich All the Bright Places von Jennifer Niven. Dann habe ich hier von Megan Nolan Acts of Desperation und oh mein Gott, dieses Buch hat mir gar nicht gefallen. Ich glaube, ich habe das vielleicht im Dezember oder so gelesen und ich war so enttäuscht, so genervt und so froh, als es dann endlich vorbei war. Dann habe ich hier von Maggie O'Farrell, The Marriage Portrait. Und können wir kurz dieses Cover appreciaten? Ich finde das so, so schön. Und ich habe das durch Zufall eigentlich bei Thalia irgendwann entdeckt und mir die Kurzbeschreibung durchgelesen und fand es so interessant und musste es einfach mitnehmen. Und jetzt hat einer von euch auch bei meinem Video kommentiert, dass das eines ihrer liebsten Bücher 2023 war. Und jetzt freue ich mich nur noch mehr, dieses Buch zu lesen. Dann habe ich hier von Connie Palman Du sagst es. Und ich glaube, das ist ein Buch über Sylvia Plath und ihren
Mann oder Freund Ted Hughes und keine Ahnung, da ich beide eigentlich nicht kenne, hatte ich nie das Interesse, dieses Buch zu lesen. Keine Ahnung, warum ich es überhaupt gekauft habe, aber ja, jetzt habe ich es hier, falls ich es irgendwann lesen möchte. Dann habe ich hier noch The 7-Year Slip von Ashley Poston. Und im Herbst hat, glaube ich, jeder über dieses Buch gesprochen. Und es war auch wirklich eine nette Geschichte, aber auch nichts Besonderes, würde ich sagen. Dann habe ich hier meine Sally Rooney Bücher. Einmal Normal People, Schöne Welt, Wo bist du? Und Gespräche mit Freunden. Obwohl ich sagen muss, dass Normal People mein Lieblingsbuch von ihr ist. Dann Gespräche von Freunden und dann Schöne Welt, Wo bist du? Dann habe ich hier ein paar Bücher von Ferdinand von Schirach. Einmal Gott, Strafe, Tabu und Schuld. Und seine Bücher sind so interessant und ich kann euch vor allem Gott empfehlen. In Gott spricht er über die Suizidhilfe und den ethischen Hintergrund darüber. Dann habe ich hier von Bernhard Schlink Der Vorleser und Liebesfluchten. Beide habe ich nicht gelesen. Dann habe ich hier von Lucy Score Things We Never Got Over und dieses Buch habe ich gelesen. Ich glaube, das war mein letztes Buch, was ich 2023 gelesen habe und war auch wirklich ziemlich enttäuscht, muss ich leider sagen. Also ich werde auch die anderen zwei Bücher in der Reihe nicht lesen. Dann habe ich hier von Dirk Stermann Der Junge bekommt das Gute zuletzt und das war ein wirklich gutes Buch, auf das kann ich mich erinnern, obwohl ich es auch schon vor langer, langer Zeit gelesen habe. Und zum Schluss habe ich hier noch von Martin Sutter Der Koch und Momente der Klarheit von Jackie Tomei. Dann haben wir hier noch die letzten Romane, bevor wir zu den Sachbüchern kommen. Und hier habe ich einmal von Catherine Webb Das Haus der vergessenen Träume, was auch eher ein thrillermäßiges Buch war, würde ich jetzt auch nicht mehr lesen. Dann noch von Benedict Wells Vom Ende der Einsamkeit. Das Buch hat mir so gut gefallen, wirklich große Empfehlung. Und zum Schluss habe ich hier noch von Katrin Wessling Super und Dir. Das Buch habe ich auch vor längerer Zeit gelesen, aber es hat mir auch ziemlich gut gefallen. Also war nichts Besonderes, aber kann man auf jeden Fall lesen. Dann habe ich hier noch von Ocean Wong On Earth We're Briefly Gorgeous. Sehr gutes Buch, super schön geschrieben. Und natürlich noch, wie ihr bestimmt schon gesehen habt, von Hanya Yanagihara, Eleo Life. Und oh mein Gott, dieses Buch ist ein Brocken. Nicht nur, weil es so dick ist, sondern auch einfach die Thematik ist wirklich nicht einfach zu lesen. Dann habe ich noch von Kirsten Wolf Sommer unseres Lebens, von Gabrielle Sevin The Storied Life of A.J. Fikri und auf dieses Buch freue ich mich besonders. Und von Marcus Susek Die Bücherdiebin. Dann haben wir hier mein Sachbuch TBR Shelf, was wirklich sehr traurig aussieht mit den zwei Büchern, die hier liegen. Aber ich habe hier einmal von Joanne Didion The Year of Magical Thinking und dann habe ich noch von Lisa Cron Story Genius und ich habe so viel Gutes über dieses Buch gehört und ja, ich freue mich schon sehr darauf, das zu lesen. Okay, dann starten wir die Sachbücher hier mit Journey to the Heart von Melody Beatty. Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, aber das sind so tägliche Meditationen. Dann habe ich hier ein tatsächlich wirklich interessantes Buch, nämlich The Glow, Naturkosmetik zum Selbermachen. Dann habe ich hier ein Buch über Produktivität, nämlich Working Hard, Hardly Working von Grace Beverly. Und von dem Buch war ich auch sehr enttäuscht. Dann habe ich hier von Ryder Carroll The Bullet Journal Method. Dann habe ich hier Peace Food von Rüdiger Dahlke, von Madeleine Alisa D. Starkes weiches Herz, von Dr. Joe Dispenza Werde übernatürlich, ein sehr, sehr, sehr interessantes Buch. Dann habe ich hier noch von Melissa Erkurt Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben, auch wirklich interessant, besonders wenn ihr mit Kindern arbeitet. Dann habe ich hier von, oh mein Gott, Clarissa Pinkola Estes, Die Wolfsfrau, die Kraft der weiblichen Urinstinkte. So ein gutes Buch, wenn ihr eine Frau oder ein Mädchen seid, kann ich euch das wirklich ans Herz legen. Und dann habe ich hier noch von Mo Gavdat, Die Formel für Glück und wie sie diese nutzen, war auch wirklich sehr, sehr interessant. Dann ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe, von Gerd Gigerenzer, Bauchentscheidungen, Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition. Dann habe ich hier noch von Florence Given, Women Don't Owe You Pretty, was auch ein, ja, ganz gutes Buch war, aber auch nichts Besonderes. Dann habe ich hier ein Buch von meinem Freund, von Robert Greene, The Daily Laws, habe ich aber auch
wirklich sehr viel darüber gehört, also sehr viel Positives. Dann habe ich hier von Napoleon Hill Der geheime Weg zu Freiheit und Erfolg, wie man den Teufel in sich selbst besiegt. Und wow, das Buch war auch wirklich sehr, sehr gut. Und im Gegensatz dazu habe ich auch von Meg J. The Defining Decade, Why Your 20s Matter and How to Make the Most of Them Now. Und ich hatte so viele Erwartungen an dieses Buch und wurde leider sehr stark enttäuscht. Also das war wirklich, keine Ahnung, ich konnte einfach keine neuen Informationen aus diesem Buch bekommen. Dann habe ich noch The Body Keeps the Score von Bessel van der Kolk, was auch, oh, ein sehr bekanntes Buch, glaube ich, ist. Und dann habe ich hier das Buch der Freude von Dalai Lama und Desmond Tutu. Und das Buch war auch wirklich interessant, aber nichts Besonderes. Dann ein Buch, auf das ich mich auch schon sehr, sehr freue, nämlich Conversations on Love von Natasha Lann. Oh Gott. Sorry. Dann habe ich noch von Dr. Nicole La Pera, How to Do the Work gelesen, was auch ja ganz okay war, aber wieder nichts Besonderes. Dann ist hier ein Buch über Grafikdesign, weil ich eine Zeit lang sehr an diesem Thema interessiert war. Dann wieder ein Buch über die vegane bzw. vegetarische Ernährung, nämlich von Darren Olien, Superlife. Und dann noch ein Buch, was mich sehr überrascht hat. Und dieses Buch war eigentlich ein Weihnachtsgeschenk an meinen Freund und er hat dann aber in dem Unternehmen, in dem er zu dieser Zeit gearbeitet hat, dieses Buch auch als Weihnachtsgeschenk bekommen. Dann wollte ich es eigentlich zurückschicken, aber wie Amazon halt so ist, haben sie gesagt, okay, du kannst es einfach behalten und bekommst dein Geld zurück. Und dann dachte ich mir, okay, dann behalte ich es halt. Und ich hatte nicht die Absicht, das zu lesen, aber habe dann angefangen und es war so, so gut. Ich denke, wie ein römischer Herrscher. Es geht um den Stoizismus und auch um die stoische Philosophie des Marc Aurel und oh mein Gott, ein so, so gutes Buch, vor allem, wenn man oft von seinen Emotionen gesteuert wird. Dann ist hier noch ein Grafikdesign-Buch und hier ist Start With Why von Simon Sinek, was eigentlich auch meinem Freund gehört, aber was ich vor, keine Ahnung, ein oder zwei Jahren gelesen habe. Und dann sind wir jetzt hier eigentlich beim vorletzten Regal und als erstes habe ich hier von Jen Sincero, Du bist der Hammer. War okay, nichts Besonderes. Von Sonia Renee Taylor, The Body's Not an Apology, The Power of Radical Self-Love. Habe ich angefangen zu lesen, nie beendet, also kann ich auch nicht sehr viel dazu sagen. Dann habe ich hier noch Tao Te Ching, The Book of the Way von Lao Tzu. Das sind so kurze, inspirierende Texte, ein Buch, zu dem man immer wieder zurückkommen kann. Dann habe ich hier von Gia Tolentino Trick Mirror, Reflections on Self-Delusion. Und ich weiß nicht, ob ich das Buch vielleicht damals vor 10 Jahren nicht wirklich verstanden habe, aber ich habe es nie zu Ende gelesen, wie man hier an meinem Lesezeichen von meinen Katzen erkennen kann, auf Seite 104. Dann habe ich hier noch von Eckhart Tolle das Buch Jetzt von Brianna Wiest, 101 Essays That Will Change the Way You Think. Und das hat mir auch wirklich gut gefallen. Und dann hier jetzt eigentlich zu den letzten Büchern. Das sind 3 Poetry Collections, nämlich von Ruby Kaur. Keine Ahnung, wie man ihren Namen ausspricht, aber es ist Milk and Honey, The Sun and Her Flowers und Homebody. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich kein wirklicher Gedichte-Fan, aber damals, keine Ahnung, wann war das, 2014, waren die so beliebt und dann habe ich sie mir gekauft und ja, sie sind hier. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ja, das war's mit meinem Buchregal-Video und wie immer fühlt euch gedrückt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video.